Hey Leute, willkommen zurück zu Rules of Survival. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt zuerst die letzte Folge ansehen. Diesmal spielen wir der Community mit Headshot, Drache und Crispo und einem Random, der anscheinend zufällig auch Deutscher ist. Mega nice. Mega nice. Ich bin mal gespannt, wie diese Runde laufen wird. Die letzte war ja... Das war zu krass. Die war doch einfach zu krass, oder? Wie? Mit Randoms? Was? Seht's euch an, Leute. Vertraut mir. Die war mega. Oh Gott. So Leute, die Frage ist ja, wohin, ne? Der eine will da unten hin. Pff, eine große Stadt, so weit weg. Am Rand der Stadt. Am Ende der Welt, sozusagen. Wirklich? Pff. Ah, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt. Gehen wir halt dahin, ne? Dann gehen wir halt dahin, wenn ihr dahin wollt. Ich finde es schon ein bisschen weit weg von der Mitte, aber okay. Einer ist ja random. Und... Wer nicht auf den Marker guckt, ist selber schuld. Ich bin gespannt, wie viele hier landen werden. Das sieht ziemlich riesig aus. Wir sind halt echt weit weg, ne? Wir brauchen ein Auto. Sonst sind wir im Arsch. Waffe suchen. Waffe suchen, Leute. Eine Waffe. Perfekt. Easy. Eine AR sogar. Sehr schön. Ich mag AR. Oh, hier ist noch eine. Zwei nehme ich aber nicht mit. Mal hier Loot abchecken. Von Helm, sehr schön. Was haben wir hier noch? Sniper. Nehmen wir erstmal nehmen wir alles mit. Ich bin nicht so der Sniper-Pro leider. Bin überhaupt kein Pro eigentlich. Wir haben noch keine Medizin, gar nichts. Also wo gehe ich hin, ne? Mein Ping ist wieder mal nicht so geil. 123. Okay, der eine ist echt weit weg. Hat doch nicht getäuscht. Der Random ist 2 Kilometer weg. Wir brauchen aber auch ein Auto, denn wir sind auch Oh Gott, wir brauchen ein Auto. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Wie weit wir weg sind? Extended Mag nimmt man sehr gerne mit. Eine Pistole machen wir mit. Einfach so. Ich sehe weit und breit kein Auto, leider. Ich laufe schon mal... Er hat das Auto hinter uns. Was hat er denn für ein Auto? Ein Motorrad. Motorrad. Kann man nicht drauf, oder? Ich sitze einfach mal um. Aber er bräuchte echt ein Auto, ne? Fuck, das ist gemein, einen zurückzulassen. Das mache ich überhaupt nicht. Ich brauche ein Auto. Ich sehe kein Auto. Scheiße, hier ist ein Auto. Geht das doch nicht? Ist das doch ein Zweisitzer? Doch nicht. Es geht. Okay, wusste ich nicht, dass das ein Dreisitzer ist oder ein Viersitzer sogar. Wir haben uns mal hinten reingequetscht, gemütlich, ne? Sollten wir jetzt unseren Teamkameraden? Wahrscheinlich, oder? Sollten zu... Joff. Es leben noch 38. Gott, ich habe ein bisschen Angst, ne? Ich bin vor allem nur Beifahrer. Ich hoffe, Headshot Dragon kann gut fahren. Wehe, wenn nicht. Ich nehme übrigens diese Folge gerade auf, nach der vorigen Folge mit den Randoms. Also ich bin noch ein bisschen gehypt und ein bisschen zitter. Wo wollt ihr denn hin, ist die Frage, ne? Wo wollt ihr denn hin? Tell me more, wo wollt ihr denn hin? Nicht den Baum. Das ist ein Airdrop? Oh Gott, wollt ihr zum Airdrop? Da bin ich immer ein Schisser eher, ne? Die guten Waffen lasse ich euch. Ich nehme nur gern den Helm, danke. Schnell weg, sonst kommen die anderen. Oh, er nimmt das andere Auto. Headshot Dragon nimmt das andere Auto. Crispo, du musst fahren. Er nimmt das andere Auto. Sehr gut, 2 Autos kann nicht schaden. Nur wohin, ne? Wohin? Wo ist unser Typ eigentlich? Oh, hier. 3 Autos? Wir sind mit 3 Autos unterwegs. Easy. YouTuber leben. Ach, ein Auto? Wo ist es? Hä? Wo ist der Airdrop? Da hinten. Ich hab das Auto getroffen! Leider nur das Auto. Okay, ich muss mehr Sniper üben.
Aber immerhin das Auto getroffen. Hey, wir sind zu viert! Das ganze Team ist wieder vereint! Wo wollen wir eigentlich hin? Wenn ihr das wisst, wohin? Müssen wir echt. Eigentlich müssten wir kurz warten, wo die Zone hingeht. Noch ein Airdrop? Wir sind die Airdrop-Gang. Wir sind echt die Airdrop-Gang, ne? Wie gesagt, ich will nur Ausrüstung, wenn dann. Ne, brauche ich nicht. Kann ich alles nehmen. Ich bin nicht der Schütze und so weiter. Sitzt mir gerade zu dritt hinten? Ah, Auto. Er will den rammen. Hat er eine Gun auf dem Auto oben? Oh Gott. Gott, hier ist Überaction, ne? Hat er da eine Waffe am Auto? Was? Ich sehe leider niemanden hinten. Gruppenkuscheln. Oh Mann, Leute. Ihr seid echt Helden, ne? Oh, danke. Okay, wir sind mitten in der Zone. Okay, verstehe ich, warum die da rumliegen. Da hinten Auto. Ich hab's nicht gesehen. Da lebt aber niemand mehr, oder? Nee. Ist das schon explodiert oder nicht? Das ist schon explodiert, oder? Ja, Spaß ist. Jetzt ist explodiert. Okay, wir sind noch immer mitten in der Zone. Was? Was hat er getroffen? Was? Ich habe noch nichts gesehen. Ja, dafür haben wir es geheadshottet. Ich sehe hier niemanden. Mir läuft, rendert da hinten ja nicht mal die Grafik. Wo hat der ihn umgebracht? What the fuck? Respekt, Headshot, du heißt nicht umsonst so. Oder? Oh nein, ich sehe ihn nicht mehr. Seht ihr ihn? Da unten ist das Motorrad. Ah. Nur wo ist er? Da oben sicher. Ja, da oben ist er. Nein! Ah, da unten! Ah, jetzt will ich ihn nicht, oder? Komm hoch, komm hoch. Ah, der ist weg hinterm Stein, ne? Ach, ich bin zu langsam beim Snipern. Ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam beim Snipern. Ich bin noch nicht schnell genug. Ich glaube, ich muss auch die Empfindlichkeit hochdrehen. Auf schießen die? Da hinten schon wieder? Ah, da oben! Sehr schön gemacht. Leute, ihr seht mehr als ich. Vor allem, ich sehe da hinten sowieso nur ganz komische gerenderte Grafik. Wo? Wer? Hä? Wo? Wo denn? Wo hat der geschossen? Da hinten! Gar nicht sehen. Ah, das Zielen ist so nervig. Einmal getroffen. Ah, daneben. Ah, das Gummibärchen. Wo ist er hin? Fuck, ich sehe ihn nicht mehr. Ist nicht gut. Kann uns jetzt umrennen einfach. Ich hab noch immer keine Ahnung, wie man etwas auf der Karte markiert, Leute. Tut mir leid. Gerne in die Kommentare schreiben. Gerne. Da ist er! Nein, ich wollte mich doch hinlegen. Ah, die Sau. Ich hab einen Kill gemacht. Hä, hey, den Kill gar nicht bekommen? Ich hab kein Medikit. Toll, ich hab keine Medizin. Ich hab kein Medikit. Lebt er noch? Da ist er.
Oh, ich hatte ihn doch schon. Ja, jetzt bin ich im Arsch. Das nehmen uns. Hey, warum steht ihr nicht auf, Leute? Nein. Warum seid ihr jetzt nicht aufgestanden? Chris, Bo, warum bist du nicht kurz auf und hast mir geholfen? Ah, du hast ja selber kein Leben mehr. Alles okay. Kein nichts gesagt. Du hast selber kein Leben mehr. Ah, scheiße. Ich habe noch gedacht, wir liegen hier zu viel rum, glaube ich. War wohl die richtige Meinung. Jetzt kann ich mich leider noch nicht umsehen. Ich kann nur die Verbündeten jetzt zusehen. Crispo. Und Headshot Dragon. Das Problem war ja auch, ich hatte kein Heilmittel. Ich hätte ihn locker umbringen können. Ich glaube, wir haben meiner Meinung nach zu wenig gelootet. Oder was sagt ihr? Hab ich zu wenig gelootet? Ich glaube ja. Ich hoffe, du kannst was gebrauchen, Crispo. Aus meiner Leiche. Es ist auf jeden Fall in der Endzone. Und wir können auch beiden zusehen. Ah, okay. Guck mal, Headshot zu. Obwohl die eh nebeneinander liegen. Die chillen hier, ne? Die sind eher so die Chiller, die zwei. Ich habe hier eher so die Chiller eingeladen. Mal sehen, wo die nächste Zone hingeht, ne? Das wird ja spannend. Sie sind auf jeden Fall gerne am Boden. Ist im Haus, oder? Ja, im Haus. Sie müssen ins Haus. Da oben ist einer, ja. Siehst du ihn oben? Siehst du ihn noch oben, oder? Du siehst ihn doch. Sag bitte, du siehst ihn oben. Oben, links am Fenster, Mann. Hä? Ich glaube, der Zusehermodus hier ist nicht ganz richtig. Ja, die müssen ihn doch sehen, links oben. Oder sehen die noch einen? Sehen die den da oben nicht? Oder ist das beim Zusehen buggy? Wie im PUBG, dass man einfach nur was Falsches sieht? Das kann ja auch sein, ne? Wir werden auf jeden Fall da rein müssen, ne? Ich hätte sowieso vorgeschlagen, wir setzen das Haus, ne? Und nicht hier die Wiese. Aber ja, ich muss mich nach dem Team richten. Kein Solo. Okay, Crispo hin. Headshot-Drache bleibt da oben. Crispo geht runter. Will er ihn so rounden oder was hat er vor? Ah, die Zone ist da unten. Hä? Aber das Haus ist doch auch drin, oder? Nach der Map da oben oder nicht? Headshot, was machst du? Headshot! Lauf! Falsche Richtung! Boah, zusehen ist noch schlimmer als selber spielen. Aber hey, wir haben einen Kill. Und den einen hatte ich auch fast down. Ich hatte nur, wie gesagt, leider keine Medizin mehr. Das war gemein. Und ich muss dringend Snipern üben. Und ich glaube, ich sollte umstellen die Geschwindigkeit, wie man aimt, ne? Wie langsam oder wie schnell man sich dreht, muss ich dringend umändern. Ganz dringend. Ich drehe mich zu langsam, meiner Meinung nach. Okay, er kommt auch noch locker rein. Oh. Schüssige. Ah! Wo ist der? Im Haus! Ja, natürlich! Im Haus! Die sind da oben. Die haben die vorher echt nicht gesehen, ne? Wenn ihr das Video seht, schreibt gerne mal in die Kommentare. Habt ihr die nicht gesehen? Am Balkon? Also im Video seht ihr sie ja, ne? Wo ihr hinzählt und so weiter. Ist das wie in PUBG? Dass das nicht richtig anzeigt? Ah, er geht pushen. Das Auto hat eine Knarre am Dach. Hab ich noch nie gesehen. Hat auf jeden Fall das Auto geklaut. Er ist der Letzte nun. Okay. Das Team im Haus könnte ihn den Tod bringen. Aber kein Problem. Wenn du jetzt stirbst, kein Problem. Ne? Mach dir nichts draus. Alles okay. Er hat einen lustigen Anzug noch hier auch noch an, ne? Wollte gerade sagen, ist der neben ihm? Oh Gott, kann ich hinsehen, ne? Den habe ich jetzt auch nicht gesehen zuerst. Ich war so auf den Anzug fixiert. Heil dich, Mann, heil dich. Ich hoffe, der hat Heilmittel mit für dich. Du bist dringend hier. Heil dich doch. Ich kann nicht hinsehen, Leute. Er muss sich heilen. Ja, heil dich. Okay. Was? Alter, du bist ein Killer, Mann.
Was ist, sollst du dich heilen, ey? Was zu trinken? Hast du keine Medizin wahrscheinlich, ne? Oh Gott, das Zusehen ist echt schlimm. Oh Gott. Weil, ihr dürft nie vergessen, als Zuseher seht ihr immer mehr als der Spieler. Das ist der Beifahrereffekt. Also nie sagen, jemand ist ein Kacknub oder so. Das ist der Beifahrereffekt. Ihr seht mehr. Oh, oh. Ich glaube, dass die ganze Zeit liegen ist nicht die beste Taktik. So sieht er nämlich die Gegner auch nicht. Okay, jetzt sieht er sie schon. Aber er krabbelt aus der Zone raus. Ja. Er krabbelt aus der Zone raus. Er weiß, dass die Zone jetzt kommt, ne? Du musst da rein, Mann. Er surrounded. Er rennt am Rand der Zone. Er surrounded. Gute Idee. Gute Idee auf jeden Fall. Machst du echt gut, Headshot? Ich weiß nur, wo sind die Gegner jetzt, ne? Du bist, glaube ich, nicht in der Zone. Nein, du musst zum nächsten Baum. Oh Gott, das Zusehen ist echt noch schlimmer als das. Oder links, links, links! Ja, ja! Oh, knapp! Oh, vor ihm! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das ein Team oder schießen die zufällig beide auf ihn? Das ist die große Frage. Er ist auf jeden Fall im Arsch. Er ist so im Arsch gerade. Was soll es da noch machen? Beide schießen auf dich. Du kannst nur beten, dass einer losrennt. Wenn der nach rechts geht, wäre gut, ja. Oh, fuck, Molly. Ah. GG. GG, würde ich mal sagen. Nee, da kannst du nichts mehr machen, oder? Nee. Aber GG, Platz 2. Ey, vorige Folge, random Chicken Dinner. Und jetzt mit 2 aus der Community. Der dritte leider nicht. Aus der Community. Nice, Leute. Platz 2 ist voll okay. Super gemacht, Headshot. Super gemacht, Chris Co. Und den anderen kenne ich nicht. Den Joaf. Noch nie gehört. Ich hatte leider nur einen Kill Headshot, dann 5 am Schluss. Sehr schön. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Hinlegen-Taktik so geil ist. Vielleicht liege ich da auch falsch, ne? Wie gesagt, ne? Gerne in den Kommentaren. Auf jeden Fall mega nice. Danke, Leute, fürs Mitspielen. GG. Wenn ihr auch mitspielen wollt, einfach mal, wenn ich im Game bin, mich einladen und fertig, ne? Mega nice, Leute. 21 Punkte dazu. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, Leute. GG, sage ich nur. Wirklich GG. Am Ende ist echt spannend. Vor allem, es war halt gemein. Er war der Letzte mit 2 Gegnern. Das war fies. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, ne? Schön, Däumchen da lassen, drückt aufs Knöpfchen, Like hilft mir sehr weiter. Und wer nichts verpasst, will gerne abonnieren. Ein Abo ist kostenlos und werde Teil der Community. Ihr könnt auch gerne in unseren Discord-Server kommen, alles in der Videobeschreibung. Viel Spaß, haut rein und ciao.